Hallo Freunde und willkommen zu The Medium. So, das Spiel hat jetzt ein bisschen länger mal ausgesetzt, weil ein paar andere Projekte davor kamen. Aber jetzt nach Feierabend habe ich mir gedacht, komm, was schön Entspanntes. Oh, das Spiel, das ich machen wollte, ging ja leider nicht, weil ich da meinen bestehenden Spielstand löschen würde. Ja, machen wir The Medium. Ich meine, das hat ja auch sowas, was Entspannendes. So, und ich darf jetzt nochmal schön mich mit der Steuerung beschäftigen, weil ich nicht mehr genau weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Okay, hier ist nix. Gehen wir mal nach links. Also wir haben im letzten Stream, dass ihr es auch noch mal wisst, wir haben Richard von seinen Dämonen befreit. Und das im wahrsten Sinne. Und wir haben auch rausgefunden, dass Richard was angestellt hat und die Stimmen waren jetzt gerade im Spiel, die waren nicht per Sound Alert. Toll. Ach, verdammt, ich hasse es. How is he? No, don't put him on. I'm still at work. Just tell me if he's okay. All right. Tell him I'll be back soon. This one felt subdued. Subdued. Like if someone lit a match in a giant freezer. Oh, schön. Ist eine schöne Beschreibung. Erinnert mich an die Arbeit. Traurig, aber wahr. Oh, irgendwie habe ich die Befürchtung, dass gleich irgendwas hier kommen wird. Dieser seltsame, dieser Dämon wird hier bestimmt auftauchen. Boah, aber der Wald sieht ja, der sieht einfach so geil aus. Ein Stück Geschichte. Eine Festung von großer historischer Bedeutung aus dem späten 19. Jahrhundert wird demnächst renoviert und der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Die Arbeiten werden voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen und bis 1983 dauern. Wir sind jetzt 1999. Oh, was soll denn jetzt passieren? Okay, ich habe jetzt damit gerechnet, dass irgendwas hochkommt. So, der klassische Erschrecker. Oh, noch eine Karte. Mein Liebling, habe ich jemals Liliana erwähnt, die Tochter von Mr. Rekowicz? Sie ist heute 16 Jahre alt geworden. Das arme Ding konnte wegen ihrer Krankheit nicht mal ihren Geburtstag richtig feiern. Sie erinnert mich jedenfalls etwas an unsere Anna. Bei ihr ist es nächsten Monat soweit, nicht wahr? Ich wünschte, ich könnte da sein, aber Mr. Rekowicz braucht mich hier. Ich muss bleiben, ihm helfen, so wie er mir geholfen hat. Ich liebe dich, Francis. Oh, was ist denn das? Ach, gut, ich rechne, dass hier irgendwas passiert. Es ist dunkel, Nebel. Also bitte, es bietet sich doch an. Thomas, guten Abend. Wie geht's dir? It sounded familiar somehow. Something from my early childhood, maybe? Was it even a place? Links seltene Bäume. Ja, als Saarländer kenne ich mich mit seltenen Bäumen aus.
Scheiße. Die Lampe flackert. Sobald ich mich dem Baum nähere. Liegt da jemand? Ich bin kaputt von der Arbeit. Ich habe ja jetzt fast 2 Wochen lang mit Urlaub und Krankenschein nicht gearbeitet. Und jetzt auf einmal wieder auf der Arbeit zu sein, ist, ich meine, ich freue mich. Es war auch ein gutes Arbeiten. Aber ja, es ist wieder eine ungewohnte Belastung. Also ich habe jetzt nichts gesehen, dass da am Baum irgendwas war, mit dem ich interagieren konnte. Außer, wie gesagt, da war was, was ausgesehen hat wie 2 Füße, aber weil die Kamera halt fest ist, kann ich da nichts machen. Ich wollte eigentlich was Entspanntes spielen, aber leider kann man bei dem Spiel nicht mehrere Spielstände machen. Und ich will das erst als Let's Play-Projekt fertig aufnehmen, bevor ich es im Stream mache. Es vibriert. Der Controller vibriert. Hier ist irgendwo was. Der vibriert hier. Sehe aber nichts. Ach, wir haben viele Krankenscheine, also mein Dienstplan wird sich auch wieder ändern. Der hat sich schon geändert. Morgen arbeiten wir nur zu zweit und Wochenende Spätdienst fällt aus, ich habe Frühdienst. Oh, wow, wow. Das hat die Brücke zerschlagen, dieser Baum. Another one. It looks like it rotted from the inside. Ja, so einen haben wir schon mal getroffen. Und zwar ganz am Anfang. Als wir noch nicht im Hotel waren, sondern auf dem Weg dorthin. Haben wir auch so eins, das von innen verfault war. Und ich wette, das ist dieser seltsame Dämon, der in alles reinschlüpfen will. These animals, they look used up. Like something sucked. Verdammt. Und ich habe auch ein bisschen Kopfschmerzen. Wie gesagt, das ist jetzt die ungewohnte Belastung wieder. Oh. Aww. What you got there? Oh, hey! Wait!
Bin mal gespannt, was der mir zeigen will. There I was, following my new best friend, hoping he wasn't as lost as I was. I remember thinking he could lead me to his owner. In a way, I guess he did. Shaving tools, towels, grease. What's wrong, buddy? Oh, let's see what we got here. Ah, Hundefutter. Okay, das wird ein. Es wird ein Obdachloser gewesen sein oder so einer, der sich aus der Zivilisation zurückgezogen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie man zu denen sagt. Einsiedler, genau, Einsiedler. Ja, und wenn da das Vieh rumläuft. Tja. Ich kann mir vorstellen, was mit seinem Herrchen passiert ist. Oh, ich weiß, was mit dem Hund passiert. Anyone in there? Moin, Genius. What's wrong, boy? Is someone in there? Hello? I wish I could see you again. I miss you so much. Why did I stay? Why did I let it out? They're all dead because of me. And I'm still here. I shouldn't be. Hey. You all right in there? Ich mag es nicht, dass der Controller vibriert. Just like those animals I saw earlier. I think that's him. After they closed down the resort, did he just stay behind? Guck mal ganz rechts. What is it, boy? Ist noch jemand, der nicht durchgestrichen ist. So, und ich habe jetzt eh das Gefühl, dass jetzt was kommt. Ich will nicht, dass dem Hund was passiert. Oh, ich hasse dieses Ding. Fluchtsequenz.
Wow! Wow! Okay, das ist cool. Ah, du Drecksvieh! Oh ja. Wie geht's euch beiden eigentlich so? Wie war euer Tag? Also gut, Thomas habe ich ja schon gefragt. Wie war euer Tag so gewesen? Wie war der Start in die Woche? Ich habe heute noch erfahren, dass an dem Tag, wo ich meinen Hund krieg, dass ich da frei habe. Okay, das scheint diese alte Festungsanlage zu sein. Ich denke mal, das wird eine Festung aus dem Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Was zum... What? Who's there? You promise. No risky stuff, eh? This isn't real. It can't be. Jack? Das ist doch die Krawatte. Die haben wir doch unserem Stiefvater angezogen. Ganz am Anfang, ich erinnere mich, da mussten wir doch den Schlipshalter und den Schlips suchen. Was macht denn der jetzt hier? Where have you sent me? I've helped you pass on. Da kommt gleich ein Jumpscare. I shouldn't be here, Marianne. Da war doch gerade jemand. Das ist dieses Ding, das verarscht uns doch. Na toll. Ja.
Du bist ein toller Dämon. Ein herabfallendes Holzstück hält dich auf. Komm, geh durch, geh durch. Ich hab doch gewusst, dass das dieses Ding ist. Generator. Wonder if it still works. Of course it doesn't. I think it's out of gas. Locked down tight. Ach, also Benzin und Hebel suchen. Okay, ich glaube, ich habe das Benzin. Bolzi. Bolzi, der tapfere Schneider. Fuck, that was loud. Toll. Ne, ich bin hier oben zufrieden. Ich habe wenigstens Freunde im Vergleich zu dir. Du bist ein doofes Vieh mit Flügeln, du kannst hier nicht hoch. Gleich macht er irgendwas. Ja, welche Dame hört das nicht gerne?
Oh ja. Du Drecksvieh. Ja, das könnte ein Hebel. Ich wollte sagen, das sieht aus wie ein Hebel. Okay, das Licht scheint ihm nicht zu gefallen. Ich muss gerade mal einen Schluck trinken. Boah, ich bin sowas von kaputt, ich kann es euch echt nicht sagen. Aber es war schön, die Reaktion von den Leuten. Die haben sich sehr gefreut, dass ich wieder da bin. Das ist zwar schön auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch immer sehr anstrengend. Ich raff jetzt nicht so ganz, was da los ist. Oh, da oben bewegt sich wieder dieses Drecksvieh. Ach, ich muss damit das Tor einrammen, okay. Okay, einrahmen glaube ich eher nicht. Komm ja gerade. Stromschlag. Das wird gezickt haben, er. Ich glaube, jetzt ist er angepisst. Oh, ich rieche gebratenen Dämon. Lecker. Ich glaube nicht, dass ihm das gefallen hat.